So. Machttrank. Du den Trank. Du den Trank. Den Trank. Den Trank. Hey. Okay, unsere Tiere sind schon mal ausgefallen. Und sind alle gelähmt. Ja. Ja. Wie soll man das bitte gewinnen? Kann mir das einer sagen, wie man das jetzt bitte gewinnen soll? Außer ich lasse Durins irgendeinen Superschutzzauber und vielleicht hilft das ja. Hat Durins irgendeinen Superschutz? Das war durch alle Verbündeten auf Wahrnehmung, Intellekt und Entschlossenheit. Das könnte helfen, Krone der Gläubigen. Ja. Light, Flame and Sound. We'll keep to ourselves. Okay. Sie haben mich wieder entdeckt. Weißt du was, Alof, du machst jetzt erst einmal, wo ist es denn? Verwirrung auf einen von denen. Okay. Okay, meine gesamte Truppe wurde übernommen. Bis auf Alof. Jetzt ist sie gelähmt. You're not getting through me. Hey. Okay, ich brauche jetzt erstmal Überblick. Du bist nicht gelähmt, oder? Doch, du bist noch betäubt. Du bist gelähmt, du nix, du bist versteinert, gelähmt und alles Mögliche. Okay, jetzt bist du nicht mehr das, dafür bist du das. Du hast gnadenloses Starren aktiv. Ja, das ist okay. Du bist gelähmt. Wie trage ich das Charge? Okay, er hat wieder alle möglichen übernommen. Edda, versucht den mal umzuhauen, bitte. Okay, ihr seid... Ja, Kettenblitz. Kettenblitz ist immer gut. How may I help? Lavaru, beyond seek. Aber nicht, wenn es die eigenen trifft. Mach zuerst mal diesen blöden Fürsten weg. Jawohl, er ist weg. Okay. Noch stehen alle. Irgendwie scheinen diese Vitrak-Kerle nicht viel drauf zu haben. Wenigstens etwas. Uff. Irgendwie sagt mir aber mein Gefühl, dass das noch nicht alle waren. Okay, die halbe Gruppe ist noch gelähmt. Diese Lähmung, die ist furchtbar. Jawohl, es sind alle wieder da. Gifts Glas. Das klingt
Zweite Chance macht hervorragend. Wowi. Der Rest ist Vitrak-Gehirne. Ja. Okay. Sehr viele Vitrak-Gehirne. Sehr schön. Ah. Der war jetzt mal richtig übel, der Kerl. So, Vitrak-Gehirne, darum brauchen wir uns jetzt gar keine Gedanken mehr machen. Haben wir jetzt genügend. Boah, aber der war echt heftig. So, die Rüstung. Die ist einiges besser als meine aktuelle, irgendwie. Außergewöhnlich, hervorragend. Schadensreduktion macht sie viel mehr. Okay, sie macht, der macht, die macht Athletik und Wahrnehmung und Schadensreduktion gegen Schmettern. Die könnte ich halt nicht mehr verzaubern. Die hätte auch zweite Chance. Was ist mit Sagani? Sagani trägt auch eine Haut des westlichen Hirsches, ja. Edda trägt das. Was trägt du? Durenz. Matrose ist halt ein Weisen. Entschlossenheit außergewöhnlich. Hey, das passt sogar ein bisschen zu Durenz. Ja. Das ist auch praktisch, wenn Durenz zweite Chance kriegt, dann fällt er, wenn er umfällt, ist er dann wieder auf den Beinen. Einmalig pro Ruhephase. Jo. So, das heißt jetzt noch Ondras Geschenk. 20 Stunden. Hm. Ist 10 Uhr morgens. Da ist nie, schon wieder hell. Hä. Muss ich jetzt zweimal im salzigen Mast übernachten? Oder einmal? Ich weiß es nicht. 18 Uhr? Könnte sein, dass es ab 18 Uhr schon wieder dunkel ist. Ich weiß ja nicht, von wie viel bis wie viel Uhr mein Hela-Freund da rumsteht. Freund ist gut. Ne, es ist auf jeden Fall Tag, das heißt, er wird nicht da sein in seiner Ecke. Ah, es ist 9 Uhr morgens. Super. Nein, hier sind nur Trunkenbolde. Ah, ah, er steht da nicht rum. Da ist immer noch die Blutlache. Übrigens. Hm. Und das ist auch der einzige, der mir einfällt, der mehrere Edelsteine hat, die er verkaufen würde. Ich will halt hauptsächlich gucken, dass ich Sagani, Paliginas und Eddas Nahkampfwaffen verbessere. Ich möchte Erfrischung bestellen. Ich möchte gern rasten eigentlich. Weil Essen brauchen wir eigentlich nicht. Von dir kaufen. Nö. Oh, ups. Ich möchte gern ein Bett für einmal so rasten. So, jetzt ist 17. Wie viel Uhr ist jetzt? 17 Uhr, ja. 17 Uhr. Ich frage mich, ob das spät genug ist. Wenn nicht. Naja, wenn ich nochmal raste für 0 Kupfer, dann ist definitiv nachts. Hätte ich auf Nummer sicher gehen sollen. Zweimal rasten sollen. Egal. Das wird auch so gehen irgendwie. Ja, es ist noch Tag, okay. Also es ist ja auf jeden Fall noch hell. Das heißt, wir machen da jetzt große Geschäfte. Verkaufen einen Haufen Waffen. Wir haben nachher so viel Geld wahrscheinlich. Weil ich jetzt einen Haufen Waffen und Rüstung noch zu verkaufen habe. Weil ich mir nämlich so meine Ruhe ansehe, ja, guckt, zwei Seiten, okay, eine Seite geht noch, eine, hier habe ich noch einen Haufen, hier habe ich nichts,
Hier hätte ich ein paar Stoßzähne, Flintstein und Zunder. Also ein paar Fangzähne habe ich da. Davon gebe ich garantiert nichts her. Ich habe nur einen Rubin und ein paar Topase. Ah, okay. Hallo. Erfrischung. Einmal Gemeinschaftsraum, danke. So. Jetzt müsste es aber Nacht sein. Ja, ich habe jetzt alle meine Leute mit gelben Sachen ausgerüstet, mit besonderen gelben Sachen. Hauptsächlich jedenfalls. Oh, stimmt ja, Alof und sein Zepter. Irgendwie Talisches Zepter. Macht weniger Schaden als das Außergewöhnliche. Ist aber mehr wert, weil es mehr Angriffsgeschwindigkeit hat. Gefrieren Schaden und gut ist. Die könnte ich noch verzaubern. Die könnte ich zum Beispiel außergewöhnlich machen. Dafür bräuchte ich nur noch einen Rubin. Ich könnte eine Frostpeitsche geben. Obwohl, was habe ich dir gegeben? Ja, eine Frostpeitsche könnte ich dir geben. Und Humanoiden erschlagen. Frostpeitsche. Und Humanoide. So, jetzt könnte ich dich noch halt... Ach, du bist schon außergewöhnlich. Ich könnte dich noch hervorragend machen. Dafür bräuchte ich allerdings Flügeldrachenaugen, die ich nicht besitze. Ja, guck, das ist das außergewöhnliche Zepter auf einmal. Viel besser als das Invitanische. Jo. So, weg mit dir. Durins Stab. Dich habe ich nicht mal gut gemacht. Könnte dich beschädigend machen. Dafür hätte ich genügend Jungdrachen klauen. Oder präzise. Wobei beschädigend fast schon besser wäre. Gut wäre Genauigkeit und Schaden. Oh. Machen wir es mal gut. So. Wie siehst du aus? Du bist schon zuverlässig. Verwundend, beschädigend. 3. Ah ja. Okay, das hätten wir dann auch geklärt. Guter Dolch und gutes Kriegsbeil. Hätten wir da nichts Besseres für sie? Wie zum Beispiel ein Stilett? Gegenstandstyp. Machen wir mal so. So. Wir hätten hier auf jeden Fall mal... Wo sind die Dolche? Also, wo sind die Dolche? Habe ich die jetzt übersehen irgendwo? Wir hätten auf jeden Fall noch gute Bögen für sie. Zerfleischend, verwirrend, hervorragend. Hups, nach da unten bitte. Und der Beutemacher. Vergleichen wir mal ihre Bögen miteinander. Ah, und der Wolkenstecher, der kann mal weg. Und übrigens ist das hier Sagani. So. War schon richtig. Dolche. Hat sie schon gute Dolche? Ja. Habe ich nicht irgendwas Gelbes, was ich hier geben könnte? Außer dem Stilett hier. Ich könnte den Reifschneider geben, auf jeden Fall. Oh, ich habe vergessen, außerdem in der... Na komm, gebe ich hier noch das Stilett. Obwohl, ich hätte hier noch die Katzenkralle. Ach, warum nicht? Sie benutzt es zwar eh nicht, aber sieht besser aus und die gelben Waffen sind ein bisschen verteilter. Dir könnte ich was geben. Haben wir noch ein Rapier? Nächste Seite vielleicht. Das ist ein Morgenstern. Nein. Rapier. Da haben wir den Säbel. Den will ich nicht. Da haben wir den Zweihänder. Nein. Vergebung. Nein. Geben wir dir halt das Stilett. Das passt auch zu dir. So.